effectivement, comme l'a dit Emmanuel Souillard, ich freue mich sehr, dass ich hier dieses erste Panel moderieren darf, dass ich also mit einer Frage beschäftigt, die mich wirklich umtreibt. Und es ist mir ein großes Vergnügen, über diese Frage diskutieren zu können. Und ich freue mich umso mehr, als dass wir uns in einem deutsch-französischen Kontext hier befinden. Viele Dinge sind bereits angesprochen worden und sie führen uns direkt ins Herz unserer Diskussion. Das Thema, das uns und Ihnen vorgeschlagen wurde, ist also die Herausforderung der Bibliotheken für das 21. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert. Worauf ich gucken will, und das ist, glaube ich, auch das, wo dieser Ort hier hervorragend für geeignet ist, ist etwas ganz anderes, nämlich anknüpfend daran, dass Sie gesagt haben, dass ein Buchhändler eigentlich unbedingt ein Unternehmer auch sein will, auch wenn er vor allen Dingen vielleicht Buchhändler geworden ist, weil er gerne liest. Aber natürlich möchte man nicht in einem Korsett stecken, was aus Hilfen besteht, die ein künstliches Leben am Ende hervorrufen. Und ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass das meines Erachtens absolut nicht notwendig ist, sondern es geht um die unternehmerische Perspektive, die heutzutage ein Händler hat, wenn er in Deutschland oder auch in Frankreich oder auch in Europa sich dem Markt stellen will, der an sich kein Markt mehr ist. Es fehlen die Rahmenbedingungen innerhalb eines Marktes, dass sowohl ein Technologieunternehmen, was sich auf Logistik konzentriert, als auch ein Händler, ein ganz normaler Händler, der sowohl online als auch stationär verkaufen kann, dieses in einem Marktumfeld tut, in dem die Ausgangsvoraussetzungen vergleichbar sind. Ich sage nicht gleich, aber vergleichbar sind. Und sie sind das nicht. Und das wissen wir alle. Wir wissen, dass die Steuergesetzgebung nicht ausreicht. Wir wissen, dass es extrem einfach ist, sie zu umgehen und damit wirklich unerhörte Gewinne zu machen. Und zwar vorbei an dem unwissenden Konsumenten, sage ich mal. Denn wenn wir uns jetzt als nächstes das Objekt der Begierde anschauen, nämlich den Konsumenten, dann wird er natürlich die Beschaffung der Produkte, die er haben möchte, immer danach tun und danach abwägen, was sein größter Nutzen ist und wo er die größten Vorteile sozusagen hat. Und wenn der Vorzug ist, die Bequemlichkeit und dieses sich nicht bewegen müssen und sich nicht bemühen müssen, um ein Produkt zu finden, und das gestützt wird durch namentlich, und da beziehe ich mich auf Madame Filippetti, die das kürzlich angegriffen hat, durch die Versandkostenfreiheit, die ja eigentlich, und damit gehe ich noch einen Schritt weiter in der Gesamtperspektive, absolut nicht dem entspricht, was wir alle versuchen, in Richtung Klimaschutz zu produzieren. Wir erlauben eine individuelle Logistik, die extreme CO2-Werte produziert. Und das wird auch noch belohnt damit, dass man versandkostenfrei individuell verschicken darf. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und ich finde, hier stecken einfach die politischen Aufgaben, darin zu suchen, wie man den Markt, der kein ausgewogener Markt mehr ist, gestaltet und damit Rahmenbedingungen schafft, in denen man fair arbeiten kann. Das ist meine Forderung. Es geht um ein Kulturgut, um ein intellektuelles Gut, das seit Jahrhunderten verkauft wird und das eine Wertschöpfungskette auslöst, eine Verkaufskette. Und in dieser Kette kommt natürlich zunächst erst einmal der Autor, der Schriftsteller. Bereits seit dem Mittelalter war das Thema und seit dem 18. Jahrhundert haben wir Autorenrechte. Dieser Autor ist natürlich sehr in Frage gestellt. Letztendlich kann man mit den neuen Möglichkeiten theoretisch sagen, jeder kann Autor sein, jeder kann Schriftsteller sein, jeder kann sich selbst verlegen über das Internet, um eventuell darüber bekannt zu werden. Das heißt, der Autor wendet sich an ein Publikum ganz direkt ohne Zwischenstation und spricht sozusagen das Publikum direkt an. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Andere Autoren können sich nicht direkt ans Publikum wenden. Also die universelle Antwort auf alle Probleme ist Amazon, sagt man uns. Und es wird nicht verstanden, wozu man noch diese veralteten Regelungen braucht. Das ist also ein Diskurs, der besteht, der existiert. Und wir haben versucht, Gegenargumente zu bringen. Und da gab es eine andere Position. Man sagte, es gibt letztendlich so viel Neues nicht. Die Dinge verändern sich so stark nicht. Es gibt keinen Paradigmenwechsel. Ja, sind wir nun eine vom Aussterben bedrohte Spezies?
Was sage ich darauf? Ich denke, ganz persönlich, mittelfristig und langfristig wird die Art der Boutique nebeneinander existieren mit anderen Formen. Also Koexistenz ist die Antwort. Und auf diese Koexistenz müssen sich unsere Regierungen, unsere Politiker vorbereiten und gemeinsam mit den Akteuren, das heißt mit den Buchhändlern. Herzlichen Dank, Nicolas Georges. Ich wende mich an Michael Kleeberg zu meiner Rechten. Sie sind Schriftsteller. Wir haben ja Julia Klaren bereits gehört. Sie hat also von diesem großen Kulturkaufhaus Dussmann gesprochen. Es gibt natürlich auch kleinere Buchhandlungen, die kleiner sind als Dussmann. Und Sie haben eine Aktion gestartet, Schriftsteller für Buchhändler. Der Name der Aktion, ich würde gern mehr davon hören von Ihnen. Ich hatte einen Brief bekommen von einem befreundeten Mainzer Buchhändler. Dieser Buchhändler hat mir in seinem Weihnachtsbrief geschrieben, es wird immer schwieriger, es wird immer problematischer. Punkt 1, und darüber ist ja jetzt schon ausführlich gesprochen worden, ist die Konkurrenz von Anbietern wie Amazon oder auf gut Deutsch gesagt die Konkurrenz von Amazon. Punkt 2, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist aber auch, und ich weiß auch gar nicht, wie das zu thematisieren und anzugehen wäre, Punkt 2 ist natürlich auch ein Wechsel in der Kundenstruktur. Die 20-Jährigen, die 30-Jährigen, die wachsen nicht nach. Also auf der einen Seite gibt es das strukturelle Konkurrenzproblem von Amazon und auf der anderen Seite gibt es ganz offensichtlich eine, ich weiß nicht wie weit erforschte, Strukturwandlung im Lesen und Kaufen von Büchern überhaupt. Diese Buchhandlung ist nun so weit gewesen, dass sie einen aus reinen Kostengründen ihren aktivsten und besten und leidenschaftlichsten Buchhändler entlassen musste. Und da habe ich mir gesagt, du lieber Gott, irgendetwas müsste man doch mal tun. Und sei es aus dem vollkommen egoistischen Grund heraus, eines Schriftstellers zu sagen, ich brauche diese Art von Buchhandlung. Wir brauchen leidenschaftliche Buchhändler, beratende Buchhändler. Und wenn die in Schwierigkeiten kommen, dann, und das war sozusagen meine Idee, dann sollte man, und mehr als eine Geste kann es ja nicht sein, wenigstens ein Zeichen der Solidarität setzen und sagen, wir ziehen an einem Strang, wir Schriftsteller, die den Vermittler brauchen und ihr euch dadurch profiliert, dass ihr eurem Publikum, weil ihr nämlich lesende Buchhändler seid, beraten könnt. Abschließend noch zu sagen, ich bin mit dieser Idee an ganz individuell und privat eigentlich an rund 20 Schriftstellerkollegen rangegangen, die ich persönlich kenne. Die haben sich bereit erklärt, da mitzumachen. Dann bin ich zum Börsenverein gegangen, der hat sich ebenfalls bereit erklärt, mitzumachen. Und so haben wir jetzt im Juni angefangen, eine Reihe von ungefähr einem guten Dutzend oder mehr Besuchen, wo immer mehrere Schriftsteller in einer Buchhandlung sich treffen. Jetzt der nächste Termin ist kommenden Freitag in Stuttgart, wo ich mit zwei Kollegen, nämlich Jan Konefke und Katalin Dorian Florescu, in einer Buchhandlung sein werde zum Lesen, zum Diskutieren, auch natürlich selbst zum sich schlau machen, denn für uns ist es natürlich auch die Frage, wer liest unsere Bücher und wer vor allem liest sie morgen und übermorgen. Berlin ist für diese Situation und die Bedeutung des Buchhändlers nicht unbedingt ein ideales Beispiel, weil Berlin ist eine Stadt, die vor Kultur brodelt. Hier gibt es ungeheuer viele potenzielle Kunden von Literatur und Buchhandlungen. Es gibt sehr, sehr viele Buchhandlungen. Anders ist es in Frankreich, würde ich sagen, auf dem platten Lande oder einfach auch in den deutschen Provinzen. In Städten von 20, 30, 40, 50.000 Einwohnern
die keine Universitätsstädte sind und nicht die fünf Metropolen. Da ist es sehr häufig so, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich natürlich auch mit Lesungen regelmäßig in solchen Städten bin, dass sehr, sehr häufig die inhabergeführte, engagierte, leidenschaftliche Buchhandlung, vom Kaufen ganz abgesehen, das intellektuelle Zentrum, der Austauschort, der Lichtblick an solchen Orten ist. Ich erinnere mich, dass das in solchen Provinzstädten in Frankreich, wo ich gewesen bin, ob das nun Sens oder Auxerre war oder Quimper, ganz genauso war. Dort gab es eine engagierte Buchhandlung und da ist gesprochen worden, da ist ausgetauscht worden, da ist auch über Politik gesprochen worden. Also das ist auch ein wichtiger kultureller Faktor der Buchhandlung. Dankeschön. In Frankreich spricht man ja von der Buchkette. Man ist der Ansicht, dass jeder Beruf im Laufe dieser Kette sozusagen Glied dieser Kette ist. Das heißt, das beginnt mit dem Verlag und auch mit der Herstellung des Buches als physischem Gut. Das geht bis hin über den Vertrieb durch die Buchhandlungen. Das heißt, von A bis Z bis zur Endrechnung in der Buchhandlung wird das von einem Anbieter sozusagen in der Hand behalten. Das hat mit Traditionen zu tun. Wir brauchen Buchhändler, weil wir Bücher brauchen. Das heißt, all das, was das Buch transportiert, daran möchte ich erinnern. Vorhin von Herrn Chartier wurde es angesprochen, das Buch transportiert Inhalte. Und in Anbetracht der Gefahr, die man ganz klar als Amazon bezeichnen kann, stellvertretend für andere Akteure in dieser Richtung, die nach dem gleichen Prinzip fungieren, diese Gefahr besteht darin, dass man sagt, wir wollen globale Akteur sein. Es geht hier nicht um Regeln, die irgendjemanden protektionieren sollen, sondern die eigentlich gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle schaffen sollen. Um nichts mehr geht es. Ich würde sagen, dass es also eine verzerrte Wettbewerbsverzerrung gibt. Gerade auch, was beim Versandhandel die Versandkostenfreiheit anbelangt und andere Vorteile, die große nutzen können. Und natürlich hat nicht jeder Buchhändler die Möglichkeit, da mitzuspielen. Und ich würde aber sagen wollen, dass der Leser darunter zu leiden hat letzten Endes. Und ganz abschließend möchte ich sagen, dass diese Kette des Buches, Buchhändler, Verleger, Autor, dieser Kette müssen Instrumente an die Hand gegeben werden, damit unabhängig vom Standort sie Möglichkeiten haben, die digitalen Buchformate auch ihren Lesern zu verkaufen. Und dass es darf nicht so sein, dass eine Technologie, eine neue, uns vom neuen Markt vertreibt als Buchhändler. Das sollte nicht der Fall sein. Aber nun erhält Herr Thomas Macho das Wort, Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Würden Sie dem zustimmen, was Ihr Nachbar links von Ihnen gesagt hat? Wo verorten Sie sich innerhalb dieser Debatte? In der Neuen Zürcher Zeitung 2002 wurde gesagt, dass das Aufkommen neuer Berufe nicht zwangsläufig das Verschwinden alter Berufe nach sich ziehen muss. Was sagen Sie dazu? Zu dem Panel und vielleicht nur eine ganz kleine Bitte vorab. Mein Name kommt aus dem Tschechischen, nicht aus dem Spanischen und wird daher korrekt Macho und nicht Macho ausgesprochen. Das wollte ich nur hinzufügen. Weil um anzuschließen an die wichtige Differenzierung, die Roger Chartier uns vorgetragen hat, die Differenzierung zwischen dem Buch als materiellem Objekt auf der einen Seite und Diskurs auf der anderen Seite, könnte hier genau eine Trennung passieren. Es gibt immer mehr Diskurs, aber immer weniger Buch. Und das scheint mir bedenklich. Und wenn ich dann lese, dass Verlage dazu übergehen, Wissenschaftsbücher, die ihnen interessant erscheinen, gleich von vornherein als E-Books zu publizieren und nicht mehr als gedrucktes Buch, dann wird diese Entwicklung dadurch noch verstärkt und befördert. Das ist, wenn man einen großen Vorteil des Buches in Stellung bringen will, dann ist es seine ungeheure Langlebigkeit. Bücher sind die langlebigsten Speicher, medienhistorisch gesehen, die wir überhaupt haben, mit Ausnahme von Steinen. Auf Steine kriegen sie aber nicht viel drauf, gerade die 10 Gebote, aber nicht sehr viel mehr. Von daher hat das Buch einen unschätzbaren Vorteil. Sie können Bücher von vor 500, vor 600 Jahren in Antiquariaten verkaufen und erwerben. Ob Sie das jemals mit einer DVD machen werden oder mit einer Homepage, geschweige denn, dass Sie Ihre Lesezeichen jemandem vererben werden, was mit einer Privatbibliothek schon geht, das scheint mir sehr zweifelhaft. Die Themenbuchhandlung scheint als eine mögliche Frage nach der Zukunft der Buchhandlung eine Antwort zu bilden.
Und die andere Antwort für mich, wie kriege ich die Studierenden, wie kriege ich Wissenschaftler in solche Initiativen, wie sie Herr Klebeck für die Schriftsteller gegründet hat, wie kann man erreichen, dass das wissenschaftliche Buch nicht so gnadenlos unterschätzt wird? Denn das sind die künftigen Leser. Das sind Leute, die das Lesen und Schreiben gelernt haben. Das sind die Menschen, die an Diskursen teilnehmen. Diskurs heißt, ich kann schreiben, wie ich lesen kann. Ich kann lesen, wie ich schreiben kann. Und wenn das nicht mehr passiert, wenn wir die verlieren, wenn die sozusagen das Buch aus dem Auge verlieren, weil sie in einer ganz anderen Welt leben und arbeiten und sich entwickeln, dann haben wir viel verloren. Nina Thielicke vom Deutschen Übersetzerfonds. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, gerade die jungen Leute mehr einzubeziehen in die Debatte, wie eben auch Julia Klaren sagte, um diese ganze Bedrohung, die ja offensichtlich da ist durch Amazon etc., nicht nur als solche zu sehen und darüber zu lamentieren, sondern auch die digitale Entwicklung als Chance zu begreifen. Denn sie ist da, wir können es nicht ändern, wir müssen das Beste draus machen. Und ich denke, dass da durchaus noch Raum ist in der Debatte, um Möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen. Ich würde das sehr unterstützen, was Sie sagen. Die Chancen in der digitalen Kultur, die man natürlich auch, ich wollte ja auch keine Beschimpfung der Jugendlichen oder der Studenten hier vom Stapel lassen, die Chancen, die es gibt, sind eben die, Diskurs zu entwickeln. Und Diskurs heißt eben auch, kommentieren zu können, was ich lese, selber schreiben, wenn ich durch das Lesen angeregt werde. Früher hat man in Bücher hineingeschrieben und heute hat man unter Umständen über Blogs, über Kommentarmöglichkeiten, über Rezensionen und so weiter andere Formen, in denen man dazu Stellung nimmt. Die Frage ist, wie kann man das wieder zurückholen, ein Stück weit zurückholen und verhindern, dass sich der wissenschaftliche Buchmarkt ganz auskoppelt. Ja, herzlichen Dank an die 5 Panel-Teilnehmer. Es wäre natürlich interessant gewesen, noch weitere Fragen zu diskutieren hinsichtlich der anderen Kettenglieder. Aber wir haben ja noch weitere Themen, zum Beispiel das zweite Panel. Da geht es also Schreiben, Veröffentlichen und Lesen im digitalen Zeitalter. Welche neuen Beziehungen verbinden Autor, Verleger und Leser? Das wird das Thema des zweiten Panels, 11.45 Uhr sein. Und ich denke, dass also in dieser Kette es interessant wäre, die Journalisten einzubeziehen. Das heißt, Journalisten und ihre Beziehung zu Literatur und wie sich auch in vielen Medien die Rolle der Journalisten immer mehr zurückgedrängt wird. Ich spreche natürlich von der französischen Situation. Auf jeden Fall herzlichen Dank und eine angenehme Pause.